Unsere Marktanalyse startet schon wieder mit roten Zahlen. Herzlich willkommen zur wöchentlichen Marktanalyse der Kryptonauten. Ja, mal wieder eine Woche später und der Kurs ist schon wieder mal schön nach unten gegangen. Was ist passiert? Was gab es für News? Wir hatten in letzter Zeit eigentlich sehr guten Aufwärtstrend. Ja, der Kurs ist relativ gut nach oben gegangen. Und wir schauen uns einfach mal wieder aus charttechnischer Analyse den Markt an und gucken mal, wo die Reise hingeht. Dann natürlich lasst ein Like da, abonniert den Kanal, schreibt was in die Kommentare, Anregungen, Wünsche oder sonstiges. Vergesst nicht, unsere Crypto Rockstars Cruise ist am 16. Oktober. Wir haben jetzt noch ein paar Tickets übrig, sichert euch welche. Vergesst nicht unsere Kryptonauten App, schauen wir mal rein. So wie gerade eben schon angekündigt, ja, unsere Crypto Rockstars Cruise startet immer noch am 16. Oktober. Ja, es bleiben noch, wow, 24 Tage, nicht mehr lange. Ihr geht auf Tickets sichern und dann sehen wir noch 27 Tickets verfügbar. Also, es wird ganz schnell weniger. Sichert euch noch ein paar Tickets und kommt vorbei. Würde mich natürlich auch freuen, einige von euch zu sehen. Dann vergesst natürlich nicht unsere Kryptonauten-App. Ich habe es gerade eben schon mal erwähnt. Oh, hier sehen wir gerade ein paar Coins, ein paar kleinere Coins haben natürlich auch profitiert von dem Crash. Ja, die, wo öfter im Kanal unterwegs sind, die kennen ja mittlerweile unsere Kryptonauten-App. Und wir schauen einfach mal in den Chart. Und zwar fangen wir nach wie vor mit Bitcoin. Was ist denn passiert? Wir sind im Tageschart. Ich springe mit euch kurz in den 4-Stunden-Chart. Ja, wir hatten eigentlich einen sehr, sehr tollen Aufwärtstrend. Ja, hier. Dann sind wir ein bisschen seitwärts gegangen, waren eigentlich permanent relativ weit oben und haben hier dann nochmal versucht, die 49.000 zu knacken. Und leider war es nichts und der Kurs rasselt wieder runter. Aktuell sehen wir einfach, dass wir einen sehr starken Support bei 42.000 haben. Resultiert eigentlich daher, dass wir, ich mach's mal ein bisschen kleiner, die 42.000 relativ lange auch als Widerstand hatten, ja, in diesem Bereich nach dem Crash, in diesem Bereich und hier auch wieder Widerstand, ja, und hier haben wir den Widerstand durchbrochen und somit hatten wir eigentlich viel Widerstand bei Support bei 42.000. Aktuell müssen wir uns leider noch ein bisschen überraschen lassen. Ich kann noch gar nichts genaueres sagen, wo der Kurs jetzt eigentlich hinläuft, weil in der Regel ist es so, der Kurs sollte eigentlich hier, ja, bei der Supportzone von 42.000 halten, beziehungsweise wir sind hier ein kurzes Stückchen nach unten gegangen auf die 40.000, also wir waren im Future-Bereich relativ weit unten. Kerze wurde aber auch gut wieder aufgekauft, ja, die ging relativ gut wieder nach oben, aber sie ist rot. Wenn wir eine Kursumkehrkerze haben, ja, erzähle ich euch dauernd, sollte diese Kerze eigentlich, wir sind im 4-Stunden-Chart, sollte diese Kerze eigentlich grün sein. Danach ist der Kurs natürlich auch nochmal hochgegangen und aktuell ist er wieder am Sinken. So, ich gehe gleich nochmal drauf an. Ich möchte euch noch geschwind auf unseren lieben Bass verweisen und sagen, in unserer Kryptonauten-YouTube-Kanal, greift der Bass jetzt etwas auf, ein Thema, was sehr erschreckend ist. Und ich empfehle euch, das Video anzugucken. Ich gehe nicht näher drauf ein. Er hat sehr, sehr starke Informationen. Schaut euch das Video an, also was aktuell abgeht am Markt, am Aktienmarkt und allgemein, was für schiefe Sachen, Manipulation ist echt krass. Dann gibt es natürlich News, ja, Bitcoin-Kurs fällt Richtung 40.000 Dollar. Es gibt verschiedene News über die chinesische Immobilienmacht quasi, ja, Evergrande, weiß nicht, wie man es ausgesprochen worden wird, ob es jetzt eine chinesische Firma ist oder vielleicht auch, ob man es Englisch ausspricht. Ja, es gibt verschiedene Meldungen, einfach, dass die ihre Anleihen nicht mehr zahlen können, da sind hohe Geldsummen drin. Wir wollen aber die technische Analyse heute machen, aber nicht zu verachten. Oder ja, man sollte sich vielleicht mal durchlesen, dass der Immobilienkonzern da einfach gerade
Geld lässt und der Aktienmarkt natürlich auch mit abstürzt. Dann das, was unser Bass schon im Video sagt, auf unserem Kryptonauten-Channel. Hier der Nachweis, ja, bedauerlicherweise Fragen. Fed-Präsidenten, FED, ist die Federal Reserve in den USA. Das ist quasi wie die Europäische Zentralbank, also die, wofür die ganzen Banken zuständig ist in den USA. Und da gibt es zwei große Präsidenten, die da einfach privat ein bisschen, ja, ihr Aktienvermögen verkauft haben. Also schaut euch das Video an vom Bass. Es ist sehr informativ und wir bleiben weiterhin im Chart. Ja, 22 Uhr. Wir sehen mal, Kurs geht gerade steil wieder nach oben. Und ja, ich möchte euch schon zeigen, was die Linien hier so ein bisschen auf sich haben. Ich gucke eigentlich schon, dass ich es jeden Morgen in der Chartanalyse in der App eigentlich erkläre. Aktuell ist es so, ich gehe euch mit euch mal raus auf den Tageschart. Und zwar diese blaue Linie, wo ihr seht, ja, diese hier, diese blaue Linie, resultiert eigentlich mehr oder weniger aus den Widerständen von vorherigen Kursen. So, das heißt, wir hatten angefangen, haben wir eigentlich, ich sag's jetzt mal hier, ja, wir hatten hier diese Linie bei 38.000 einen starken Widerstand. Die Kerze wurde, ging hoch, die Kerze wurde wieder abverkauft, ja, und ist wieder gestiegen. Dann wurde der Kurs natürlich wieder abverkauft in diesem Bereich und dann, bis er richtig mal durchgebrochen ist. Und wir sahen eigentlich immer einen Widerstand in diesem Bereich. Das heißt, wir hatten hier den Widerstand bei dem großen Crash. Dann hat man hier den Widerstand, dann hat man hier einen Widerstand. Dann hat man hier wieder einen Widerstand. Ja, nachdem wir eigentlich relativ weit unten von den 28, 29.000 wieder nach oben geschossen sind. Hier hat man keinen Widerstand mehr. Das heißt, wir sind durchgebrochen. Und deswegen habe ich die Linie eigentlich eingezeichnet, dass wir mehrfach, also in dem Fall 1, 2, dreifach den Widerstand durchbrochen haben und eigentlich hätte er ein Support sein müssen, weil wenn der Kurs über einen Widerstand drüber geht, dann wird dieser Widerstand ein Support. Aktuell war es leider nicht so. Das heißt, wir sind genauso in diesem Bereich einmal nach unten durchgebrochen. Das erste Mal, wo der Kurs nach unten wieder ging, letzte Woche, war das dann so, dass die blaue Linie gehalten hat, weil hier hat sie ja auch schon wieder gehalten und deswegen habe ich sie eigentlich noch drin. Schade ist natürlich jetzt, dass der Kurs runter ist und wir sind im Tageschart unter der 200 Daily Moving Average Linie sind. Das ist die grüne Linie hier. Diese grüne Linie. Wir hatten ja letzte Woche das Golden Cross. Ja, das heißt also, die 50-Tageslinie durchbricht von unten nach oben die 200-Tageslinie. Deswegen ist hier so ein kleines Plus drin in den Indikatoren, wo ich da eingezeichnet habe. Und normalerweise ist das ein sehr bullisches Zeichen. Letztes Mal war das aber auch nicht mehr so. Und ich gebe da eigentlich gar nichts mehr drauf. Das sage ich euch ganz ehrlich, das Golden Cross, viele preisen das so hoch an und sagen, wow, yeah, Golden Cross und der Kurs geht wieder nach oben. Ja, Pustekuchen, was sehen wir? Kurs geht massiv nach unten, hat natürlich was mit den News zu tun, dass die Aktienmärkte auch nach unten gehen. Ich finde die News eigentlich relativ häufig gerade. Und aktuell ist es einfach leider so, dass wir hier in der blauen Linie wieder einen Widerstand bilden und keinen Support mehr. Aber wir haben nach wie vor unseren starken Support bei 42.000 bzw. bei 40.000. Wir müssen einfach in größeren Schritten rechnen. Und wenn ihr Trades macht, ist es natürlich so, dass Bitcoin immer eine gewisse Range hat. Ja, die nennt sich ATR, also Average True Range. Das heißt, wenn der Kurs jetzt zum Beispiel von hier bis hier sich bewegt, ja, dann haben wir hier einen prozentualen Unterschied von, ja, 17%. Das sind ungefähr, ja, diesmal $8.000. Das heißt, wir haben eine Average True Range von $8.000 mittlerweile wieder. Und ja, was soll ich sagen? Das ist natürlich immer schwierig, dann, wenn man ausgestoppt wird. Wir hatten in letzter Zeit, sage ich mal, nehmen wir mal den Bereich von hier bis hier. Ja, das sind 4%, 5%, $2.000. $2.000 ist beim Bitcoin gar nichts. Und wenn wir in so kleinen, ja, wie soll ich sagen, kleinen Range traden oder der Kurs sich bewegt, ja, dann kann jeder für sich traden, ganz klar. Nur wenn der Kurs halt mal wieder einen großen Rücksetzer macht, wie jetzt heute Morgen, ist es einfach so, dass wir da einfach aufpassen müssen. Und ja, wer keine Stop-Loss setzt, der wird liquidiert. Ja, oder ja, wird liquidiert. Und das Problem ist dann halt, wenn wir Stop-Losses setzen, immer nur das einsetzen, was wir wollen, beziehungsweise was wir bereit sind, auch zu verlieren.
Und ich habe euch letztes Mal schon gesagt, wenn der Kurs so massiv ansteigt wie hier, ja, dann ist das immer kein gutes Zeichen, weil irgendwann kann es sein, der Kurs kommt zurück und geht wieder runter. Und wir müssen uns einfach jetzt darauf einstellen. So, wir gehen jetzt einfach mal kurz in den Stundenchart und dann gucken wir uns einfach schon die Sache mal an. Bevor wir jetzt hier ewig rumreden. Das heißt, Kurs kam runter, bis auf knapp 40, ja, 40,2 wieder aufgekauft worden. Wie gesagt, die ladet die Kerze nicht grün. Wenn wir jetzt mal in 2-Stunden-Chart gehen, dann wäre sie vielleicht. Nee, war auch nicht ganz grün. So, und dann haben wir wieder ein Breakout gesehen, eine Bestätigung, wieder ein Breakout. So, jetzt gehen wir aber nach unten. Es kann natürlich sein, wenn wir jetzt in größeren Timeframes rechnen, nicht jetzt im 1-Stunden-Chart. Persönlich für mich hat sich da eigentlich bewährt, aber man kann natürlich auch Jahre davor verbringen. Jede Minute vor dem Chart machen wir aber selber natürlich auch nicht. Relativ oft aber, ja. Und dann kann das jetzt natürlich der Retest sein. Das heißt, wenn wir nochmal in 4-Stunden-Chart gehen, sehen wir einfach, dass der Kurs natürlich runtergegangen ist, wieder aufgekauft ist und jetzt wieder die 42.000 antestet, was er macht. Ja, wir sind jetzt kurz nach der vollen Stunde. Das heißt, der Kurs geht hoch, geht kurz wieder runter. Es kann natürlich sein, dass wir nochmal bis hier runter an die Kerzenende gehen, beziehungsweise auch nur bis hierher. Ja. Und wenn der Support dann hält, bin ich sehr optimistisch, dass der Kurs dann auch wieder nach oben weitergeht. Aber wir sehen diese gelbe Linie. Ja, diese gelbe Linie hier und die blaue Linie und die grüne Linie hier oben, also die 44.000, sind aktuell alles Widerstände. Das heißt, um dass der Kurs nachhaltig wieder steigt, müssen wir 1 durchbrechen, 2 durchbrechen, 3 durchbrechen. Und dann können wir mal wieder hochwärts gehen, ja, Richtung 45. Solange das nicht der Fall ist, haben wir das Problem, ja, das sage ich es gerade eben, der Kurs geht wieder runter, dass wir jetzt leider in diesem Bereich brutalen Widerstand haben. Und die gelbe Linie, ihr seht es hier oben, ich hatte sie eingezeichnet, wo der Kurs mehrfach dann wieder nach unten gegangen ist. Das heißt, er war eigentlich hier ein Support, Support, Support. Dann war er hier, catch, hier, kurzen Support. Ja, das heißt, ihr seht, diese grüne Kerze hier wurde wieder massiv aufgekauft. Sollte eigentlich eine Kursumkehrkerze sein, leider nicht. Und wir können nicht immer nach den Regeln der technischen Analyse gehen, weil Bitcoin jetzt immer einen Strich durch die Rechnung macht. Ja, seht ihr, der Kurs geht schon wieder runter. Und ja, also ich sage, wenn dieser Support jetzt hält, ist die Wahrscheinlichkeit groß, ja, dass wir dann einfach nochmal an die Linie antesten, wenn wir die durchbrochen haben, an die blaue Linie antesten, wenn wir die durchbrochen haben, an die grüne, also an 44 wieder und dann steigen wir wieder nach oben. Das andere Szenario, was ich für ein bisschen weniger wahrscheinlich halte, was aber auch passieren kann, ja, wir haben ja alle keine Glaskugel, ich selber habe auch keine, wir können aber immer bei Amazon kaufen, aber das bringt uns leider gar nichts. Das heißt, der Kurs prallt weiterhin bei den 42.000 ab, ja, wir gehen nochmal runter auf 40. Wenn dieser Support dann hält, dann haben wir das gleiche Problem oder das gleiche Spiel, wie ich gerade eben gesagt habe, unsere drei Linien. Und wenn dieser Support auch nicht hält, ja Leute, dann wird es echt schwierig. Dann wird es richtig schwierig. Wir gucken jetzt mal ein nächstes Szenario, was, wenn der Kurs nicht halten sollte, das heißt, wenn dieser Support nicht hält und bei 40.000 leider der Support auch nicht hält, haben wir hier noch einen Support. Das heißt, wir schauen mal ungefähr meistens in diesem Bereich. Also, das heißt, ich kann euch mal eine Linie einzeichnen. So, zack. Circa 38.400, weil einfach wir hier circa, beziehungsweise natürlich auch hier relativ viel Trading-Volumen haben. Können wir uns auch schon angucken, wie es da allgemein aussieht, wie es vom Trading-Volumen aussieht. Wir machen jetzt mal die Moving Averages. Achso, ja, Moving Averages. Wie gesagt, die grüne ist die 200er-Linie und die rote ist die 50-Tages-Linie. Ja, ach, wir sind ein bisschen im 4-Stunden-Chart. Okay, alles klar. Ja, auf jeden Fall sind wir wieder unter der 200-Tageslinie. Gucken wir nochmal. So. Schupp, komm her. 200-Tageslinie, die grüne sind wir wieder drunter. Also kein so gutes bullisches Zeichen. Natürlich hoffe ich auch wie jeder andere, dass der Kurs einfach hochgeht auf 100.000. Aber zeige ich euch nachher nochmal unseren Bitcoin Grow Chart und dann schauen wir einfach nochmal weiter. So, wir wollten jetzt aber kurz. Kurz, relativ kurz.
Unsere Moving Average mache ich mal raus und mache mal unseren VPBR rein. Das heißt, schauen wir mal, wo wir stehen. Nach diesem Ausbruch über den 30.000 haben wir gesehen, dass wir ungefähr bei 33.000 unseren starken, starken Support haben. Das heißt, das ist diese rote Linie hier. Das heißt, in diesem Bereich haben wir relativ viel, viel Trading Volumen. Wir haben hier oben auch viel Trading Volumen, aber wir sind unter dieses Trading Volumen einfach mal durchgerasselt, ja. Und gerade stehen wir in diesem Bereich hier, wo dieser Bereich eigentlich weniger Trading Volumen hat. Er könnte sich jetzt natürlich auf die letzte Zeit ein bisschen ausdehnen. Ja, das heißt, wir sehen jetzt hier einfach, die Linien werden über die Tage mehr. Kann ich jetzt aber noch nicht sagen, weil da müssen wir einfach abwarten, was die Zeit sagt. Ja, und mit diesem großen von 30 auf 52 haben wir einfach hier unten leider unseren starken, starken Support. Das heißt, bei der roten Linie wurde am meisten getradet. Und leider müssen wir mal wieder, wie immer, abwarten, was passiert. Klar, also wie gesagt, wenn dieser Support hält, geht es nach oben. Wenn nicht, hält eventuell dieser Support oder erstmal dann der nächste Support, weil dieser Bereich auch eine Supportzone darstellt. Und Widerstand bleiben unsere drei Linien. So, jetzt schauen wir bei Ethereum mal rein. Ihr wisst, ich habe hier immer noch unseren Widerstandsbalken, sage ich mal. Ja, wir waren gut drüber und ich habe immer noch, ich mache mal die VPVA wieder raus, weil die stören mich gerade. So, zack, zack, zack. Wir verlängern mal die Linie nach unten. Ihr seht, wieder mal zeigt einfach, dass wir sind immer noch im 4-Stunden-Chart, dass unsere Linien halt immer hier Widerstand, 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 Ausbruch, Support, kurz, paar Stunden und dann natürlich Kurs massiv durchgerasselt. Und aktuell sind wir einfach leider sogar unter 3000, weil die 3000, wir sehen es hier, die 3000 war eigentlich auch mal ein guter Support, genau hier ein Support, wo wir den Crash hatten letzte Woche. Und aktuell sieht es leider nicht gut aus für Ethereum, weil wir wieder unter 3000 sind. Das ist eigentlich so eine psychologische Marke wie die 40 oder 42.000, 40.000, 50.000 bei Bitcoin. Und aktuell gehen wir wieder runter. Und ja, sehr, sehr schlecht. Also, nächster Support bei Ethereum 2800 bzw. 2725. Ich sage jetzt mal 2800. Gleiches Spiel, wenn dieser Support hält, das kann jetzt natürlich jetzt der Retest sein, ja, dass der Kurs dann wieder nach oben geht. Und wir sehen ja, die untere Linie, die gelbe untere Linie hat auch mal ein bisschen was zu tun. Wir hatten hier in dem Bereich einfach Support. Kurs ist runter, wir hatten immer noch Support auf dieser Linie, weil die Kerze über diese Linie geclosed ist, also geschlossen. Und dann ist der Kurs wieder nach oben ausgebrochen. Leider hat es natürlich nicht gehalten und das liegt auch so ein bisschen daran, dass wir von der Dominanz her von Bitcoin relativ niedrig waren. Der erholt sich aber gerade. Entschuldigung. Und da schauen wir eigentlich augenschwind rein. So, Bitcoin-Dominanz, ihr seht, der erholt sich relativ gut. Wir sind im 4-Stunden-Chart. Bei der Dominanz müssen wir ein bisschen rauszoomen. Dann gehen wir einfach schon auf den Tageschart raus. Und ihr seht, wir hatten lange, lange, ich habe es in anderen Videos in den Marktanalysen eigentlich schon mal gezeigt, eine Altcoin-Rallye. Wir hatten eine Ethereum-Rallye und in der ganzen Zeit, ja, wir sehen hier August, guck mal hier, August, ja, hatten wir unseren letzten Höhepunkt bei knapp 50% und dann ging es die ganze Zeit eigentlich nur abwärts. Das heißt hier, das war ein Widerstand, 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 Widerstand. Und ja, hier sind wir jetzt durchgebrochen. Also der Kurs, die Dominanz ist quasi wirklich auch nochmal runtergegangen auf die 40. Ich weiß gar nicht, warum ich da 40,04 drin habe. Machen wir mal 40, so, alles klar. Ja, auf jeden Fall, 40 war dann so das Minimum, was wir über die ganze Zeit eigentlich in diesem Bullmarkt gesehen haben und aktuell sind wir wieder drüber. Das heißt, wir hatten eigentlich den Abwärtstrend jetzt verlassen. Wie gesagt, diese gelbe Linie hier. Und ich bin im Tageschart bei der Dominanz, besser sehen tun wir es einfach auch wieder natürlich im 4-Stunden-Chart. Und dass wir einfach hier ausgebrochen sind. Und jetzt kommt genau das, was normalerweise immer passiert. Erst kommt Bitcoin, dann kommt Ethereum als Rallye, ja, nach oben. Also erst performt Bitcoin, dann Ethereum, dann die Altcoins. Und
zeige ich euch gleich nochmal beim Ethereum-Chart und auf jeden Fall sollte jetzt wieder Bitcoin kommen. Das heißt, wir haben wieder eine Umverteilung vom Geld. Die Leute nehmen ihre Gewinne raus und zum Beispiel von den Altcoins und von Ethereum. Deswegen geht Ethereum gerade ein bisschen mehr runter und stecken es wieder in Bitcoin rein, weil der Bitcoin-Kurs gerade aktuell wieder niedrig ist. Natürlich vom Verhältnis her nicht bei 30.000, ja, sondern ein bisschen weiter oben, aber niedrig. Wir wollen ja höher. Und jetzt müssen wir einfach mal abwarten, was mit der Dominanz passiert. Wenn die Dominanz natürlich jetzt relativ gut steigt und steigt und steigt, vielleicht mal kurz wieder runter geht und wieder steigt, ja, dann haben wir einfach die Chance, dass das Geld wieder in Bitcoin strömt und unser Bitcoin-Kurs wieder nach oben bringt. Dann schauen wir bei Ethereum rein. So, ich hatte ja in den vorigen Videos das einfach schon mal erklärt. Wir sehen hier in der roten Ellipse eine Outperforming von Bitcoin, das heißt die Dominanz von Ethereum, das heißt mehr Geld in Ethereum steigt rasant nach oben, Ethereum-Preis geht hoch, Bitcoin-Preis stagniert irgendwo, läuft ein bisschen seitwärts, dann haben wir eine Altcoin-Rallye. Das passiert öfter mal im Bullmarkt, dass sich das wiederholt. Ja, das sehen wir einfach an den Spitzen hier. Und in dem Augenblick, wo dann die Dominanz von Ethereum so bei 20 oder vielleicht sogar ein bisschen höher ist, aber wir sehen ja, wir haben hier oben brutalen Widerstand bei 20. Könnte man hier auch mal eine Widerstandslinie reinmachen. So, zack, die machen wir aber rot, weil die falsche Farbe hat. Widerstände sind rot, Support sind grün. So, und dann hatten wir, nein, ist die Dominanz wieder abgesunken. Das heißt, es ist wieder Geld von Ethereum rausgeflossen in die Altcoins, wie Solana und Elrond und ihre Projekte natürlich gut. Und wir haben ja natürlich auch andere Altcoins gesehen, die relativ gut performt haben. Dann hatten wir das Spiel wieder andersrum. Das heißt, die Leute haben das Geld aus den Altcoins wieder raus, haben es wieder in Ethereum rein. Und somit haben wir diese Ellipse hier. Ja, und das heißt, wir haben eine Ethereum Rally. Das heißt, der Ethereum-Kurs ist ja in der Zeit September rum relativ gut wieder angestiegen. Gucken wir nochmal rein. Ja, das war dann hier August, September. Ja, das war dieser Bereich. Das heißt, wir hatten hier, Quatsch, hier nochmal eine Ethereum Rally. Und deswegen sehen wir hier auch natürlich die Ethereum Rally hier in der Dominanz. So, dann hatten wir keine Ethereum Rally mehr und der Kurs, beziehungsweise die Dominanz ist nach unten, kurz wiederholt und wieder nach unten. Ja, wir sehen jetzt wieder bei 18 und sehen einfach, dass die Leute wieder ihr Geld auch aus Ethereum rausnehmen. Deswegen ist er so stark auch mit eingebrochen und ihr Geld eventuell in andere Coins reintun. Andere Projekte, vielleicht natürlich auch Bitcoin, weil die Dominanz steigt. Natürlich nicht so schnell wie sonst, aber ja. So, schauen wir mal weiter. Cardano. Natürlich reißt, wie auch letzte Woche, wenn der Kurs fällt, einfach der Kurs alles mit, auch die Altcoins. Da sind die Altcoins nicht gewahrt vorbei. Cardano hatte ein schönes Dreieck gebildet und ist leider nach unten ausgebrochen, was kein gutes Zeichen ist. Cardano sieht natürlich hier aktuell bei 2 Dollar eigentlich den Support. Ja, sieht sehr gut aus. Wir haben mehrere 4-Stunden-Kerzen, die einfach noch über dem Support closen und ich denke, der sollte halten. Das heißt, wir sehen jetzt den Retest. Er geht runter und kommt dann wieder hoch. So, Elrond. Bei Elrond ist es so, wir hatten einen sehr, sehr guten Aufwärtstrend und hatten eigentlich an dieser, ah, ich mache es mal nicht ganz so klein, so, an dieser unteren gelben Linie eigentlich immer so ein bisschen Widerstand. Hier nicht, ja, aber der Kurs ist immer wieder runter unter der gelben Linie und hier hat man dann endlich mal durchbrochen. Was jetzt besser wäre, ich verschiebe einfach diese Linie einfach mal ein Stückchen weiter nach unten. So. Jetzt sieht das besser aus, weil ich jetzt ganz genau sagen kann, okay, alles klar, diese Linie machen wir jetzt einfach mal grün, weil diese Linie ist jetzt aktuell unsere Supportlinie. Das heißt, ihr seht ja selber, wir hatten hier immer wieder Support, 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 Support. Finde ich ganz, ganz toll eigentlich. Und der Kurs ist natürlich auch abgerauscht. Wie ihr sehen könnt, mit dieser hier, mit dieser grünen Kerze und aktuell dann wieder gut aufgekauft. Und das ist wirklich auch eine Schubumkehrkerze, muss ich immer sagen, muss ja mal selber lachen. Nein, Kursumkehrkerze und sie wurde gut massiv aufgekauft. Der Kurs ist relativ gut hoch. Aktuell, klar, reißt wieder alles mit runter. Aber eventuell sehen wir nochmal eine Bestätigung ungefähr in diesem Bereich. Vielleicht auch nur bis hierher. Und dann denke ich mal, dass Errant auch wieder hochgeht. Ja, wir sehen ja. Auch nicht mal weit weg vom Maya, Launchpad von der Exchange. Und gucken wir mal, also nach wie vor läuft es für Elrond richtig gut. Theta ist leider durch mehreren
Supportzonen durchgebrochen, natürlich auch durch unsere blaue, weil hier war Support, hier nicht ganz, aber der Kurs, je nachdem wie viele Positionen hier drin waren, wurde ja wieder aufgekauft. Hier Support, hier dann nicht mehr. Kurs durchgebrochen. Aktuell finden wir, hatte ich im letzten Video auch schon drin, bei 4,73 Dollar ungefähr ein Support, ja, eventuell jetzt auch Retest. Und ja, nächster Support sind die 3,46 Dollar. Dann schauen wir Tron. Tron ist also ein Phänomen, was in letzter Zeit richtig gut gelaufen ist. Ja, ihr seht selber, also wir hatten einen starken Aufwärtstrend, habe ich ja letzte Woche auch schon gesagt. Dann hatten wir nochmal ein kleines Hoch. Aber mittlerweile hat es natürlich auch Tron drunter gerissen und sehen dann aktuell ungefähr hier so unseren Support. Die muss natürlich grün sein. So, das heißt, wir könnten natürlich auch einen Retest sehen, in der Hoffnung, dass dieser Support hält. Nächster Support sind dann, können wir euch auch mal rot, grün machen, weil diese Linie ist rot, weil diese Linie war mal ein Widerstand. So, zack, sieht das schöner aus. Also, nach wie vor Retest auf 0,8, beziehungsweise vielleicht auch nur bis hierher, also 0,9. Immer noch nicht, ja, ganz drüber. Guck mal, so. Tesla, ja, ihr seht es ja hier, Abverkauf. Mal zwischendrin was anderes. Machen wir gleich weiter mit den Altcoins. Ihr seht hier die komplett Krypto Market Cap in USDT, also in Tether. Und wir sehen, es kommt wieder Geld rein. Es sind in den letzten Tagen, September, relativ viel, viel Geld reingekommen. Also, Sie sehen hier grün, alles nach oben, kommt neues Geld in den Markt. Und aktuell ist wieder neues Geld in den Markt gekommen. Was natürlich sehr bullisch, wenn wir über einen gewissen Zeitraum einfach mal sehen, dass das Geld die ganze Zeit kontinuierlich abfließt. Aber wir haben ja hier recht, ja, guten Aufwärtstrend. Wenn wir aber mal sehen, dass der Preis hier mal die ganze Zeit sinkt, 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 haben wir einfach das Problem, dass mehr Geld aus dem Kryptomarkt rausgenommen wird und alle Kurse nach unten gehen. Haben wir aber aktuell nicht, deswegen bin ich eigentlich immer noch positiv gestimmt, dass es einfach wieder nach oben geht. Vorausgesetzt, unsere Support- und Widerstandslinien machen das, was sie sollen. Also, jetzt gucken wir das nächste. Das ist Helium. Helium hat unseren Support eigentlich von 18 gebrochen. Aktuell sehen wir natürlich, haben wir einen Support ungefähr hier bei 17, 16, 99, 17. Können natürlich auch ein Retest sein. Wenn er durchfällt, ist der nächste Support 14. Muss ich auch mal eine andere Farbe geben hier, Mensch. Hei, 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 hei. So, grün, zack, also 14, wenn er durchfällt, wenn nicht, geht es wieder nach oben und dann kommt aber mal der nächste Widerstand, aber fällt gerade weiter. Der nächste Widerstand sind dann einfach hier unsere 18 Dollar. Dann schauen wir weiter auf Matic. Matic, ja, es stürzt gerade wieder alles ein bisschen ab. Kann ich nur sagen, unser nächster Support sind 93 Cent oder die Leute kaufen einfach. Aber ja, wir haben sehr viel Unsicherheit im Markt, einfach weil aktuell viel passiert. Und dann müssen wir mal gucken, wie die Marktteilnehmer, ihr, ich, jeder andere auch, sich verhält. So, weil das aber gerade passiert, merkt euch, wir waren bei Solana. Gucken wir jetzt nochmal kurz auf den Bitcoin-Preis. Ah, okay, sieht noch gut aus. Also, Solana, ja, fällt gerade weiter. Natürlich, klar, wie ihr seht, auf jedem Run-Up kommt auch mal wieder was anderes. Also einfach ein Abverkauf. Das heißt, wie gesagt, Bitcoin-Dominanz geht hoch, die Leute nehmen ihr Geld aus den Altcoins raus und parken es in Bitcoin. Deswegen kann es natürlich sein, dass die Altcoins jetzt mehr abstürzen wie der Bitcoin selber. Und wir sehen, hier war mal ein Support, vielleicht wird die Kerze wieder aufgekauft. Ansonsten gehen wir relativ weit runter, ich denke mal ungefähr bis hierhin, bis 100 Dollar wieder. Und die Leute, die natürlich jetzt richtig Geld gemacht haben, hier oben im All-Time-High, von 215, die holen ihr Geld raus, nehmen ihre Gewinne mit und nehmen die Gewinne und tauschen sie in andere Coins. So, Dowmaker. Läuft so ein bisschen seitwärts, natürlich nicht gefeit von den Geschehen, was passiert. Das heißt, die Leute oder der Markt nimmt natürlich klar einfach die Altcoins auch mit runter. Da wird wieder gekauft, wieder runter. Und aktuell sieht es richtig gut aus, finde ich. Das heißt, wir haben hier jetzt so ein bisschen hier ungefähr einen Support gebildet. Ja, um die 2,10 Dollar. Nächster Support sind die 2 Dollar. Nächster Support 1,70. Und aktuell müssen wir einfach mal wieder über die 2,42 drüber, dass es bei Dowmaker wirklich gut hier aussieht.
So, dann schauen wir. Oh ja. Binance Coin. BNB. Aktuell so. Ja. Genau. Hier steht der Support. Bei 355. Aktuell testen wir den Support nochmals an. Wie gesagt, für eventuell Retest. Dann geht es wieder hoch. Und nächster Support wäre dann 258 Dollar. Oh, jetzt sind wir schon weit runter von 600. Müssen wir mal warten, was passiert. Ich hoffe natürlich. Hoffnung ist ein schlechter Ratgeber, hat mal jemand gesagt. Danke, Wolfgang. Hoffnung ist natürlich ein schlechter Ratgeber. Ich kann nicht sagen, ich hoffe, aber wir schauen einfach mal, ob der Widerstand, beziehungsweise der Support hier hält. Und wenn nicht, dann rasseln wir einfach nochmal runter. Im Übrigen werden jetzt natürlich wieder massiv hier auf Bitfinex Long-Positionen aufgebaut. Ja, Bitfinex ist keine aussagekräftige Börse, weil einfach zu wenig Trading-Volumen da ist. Und ja, gucken wir mal, dann machen wir weiter. Also, DoD, Polkadot. Testet auch wieder den Support. Hier sehen wir, was ich sehr toll finde eigentlich. Wir sind immer noch im 4-Stunden-Chart. Der Kurs hat jetzt bei Polkadot angetestet und dreimal angetestet. Also irgendwann fallen wir wieder durch. Eventuell sehen wir jetzt nochmal einen Retest und gehen dann wieder nach oben. Also ich bin immer noch sehr zuversichtlich, aber eigentlich auch mehr auf Bitcoin, weil die Leute einfach ihr Geld jetzt wieder rausziehen. So, Ethereum Classic. Selbes Spiel. Testet wieder den Support von 4720, sind gerade noch kurz drunter, wenn wir also nicht hier weiter drunter gehen. Also ist immer die letzte Docht von der Kerze her, wenn wir so ungefähr hier wieder closen oder weiter runter gehen, dann kann ich auch sagen, definitiv gehen wir auf 37. Ja, und Omisico war in diesem kurzen Crash relativ stark. Ich habe euch ja eine Linie eingezeichnet, in der ungefähr der Kurs mal relativ lang gelaufen ist. Die können wir jetzt eigentlich mal auch mal gucken. Die ziehe ich jetzt mal hier runter. Wir sehen eigentlich immer noch im Aufwärtstrend. Und immer noch in unserem Aufwärtstrendkanal. Das war halt mal wieder hier ein Peak. Ja, es kann sein, der Kurs kommt wieder hier runter, ungefähr so auf die 7,80 Dollar. Und ja, wenn er innerhalb von diesen Punkten, also in die Supportlinien bleibt, sieht sehr gut aus, dass er natürlich auch wieder weiter hochgeht. Ganz klar. So, XRP testet auch den Support. Ihr seht selber, ihr könnt ja Zahlen lesen. Also ihr seht selber, ich habe hier schon nächster Support bei 71 Cent, aktuell Support-Test auf 90 Cent. Schauen wir mal, Jotex hat sehr stark verpornt, wie gesagt, aber die Leute haben dann auch, nachdem der Kurs massiv so gestiegen ist, ihr Geld rausgenommen. Und jo, auch Retest. Wieder auf den Support. Und aktuell sieht es aber so aus, wir haben jetzt die halbe Stunde voll. Ja, es könnte sein, dass wir einfach noch ein bisschen nach unten gehen, vielleicht in der Mitte nach oben. Und lassen wir uns überraschen, was die Nacht bringt. Ich lade euch relativ schnell das Video hoch. Und machen wir weiter. So, Stellar XLM, selbes Spiel. Und Support natürlich ungefähr hier. Also bei 27 Cent. Lassen wir so stehen. Ort mal ein. Zack, zack. Antesten vom Support. Ein extra Support bei 20 Cent. Ansonsten muss Stellar wieder die 31 Dollar markieren. Hochgehen. VeChain. Selbe Spiel in Grün. Wir sehen es gerade überall. Testet auch den Support. Ich meine, es ist immer das gleiche. Ihr seht 0,06. Also 0, 6 Cent. Nächster Support. Dann gucken wir mal. Avalanche. Ja, weiterhin gut stark performt. Ja. Und testet natürlich auch wieder aktuell den Support, den wir ungefähr hier haben. Nächster Support haben wir bei 39 Dollar. Lassen wir uns überraschen. Was haben wir noch? Alice hat jemand drin, weil es gut performt hat eigentlich. Aber auch gerade am Sunken. Ah, hier können wir. Kann ich euch mal kurz erklären. Hier sieht es relativ krass aus. Wir hatten hier ein relativ gutes Head and Shoulder Pattern, das heißt Kopf, Schulter. Ja. Und wenn wir jetzt bei diesem Coin, sage ich mal, könnte man meinen, es geht definitiv noch weiter runter, weil wenn wir, das ist die Neckline, nennt sich das, wenn der Kurs mal unter diesen Ding Punkt kommt, dann kann es natürlich sein, dass wir, ja,
starken Abverkauf noch sehen werden. Weil wenn wir jetzt Head and Shoulders haben, haben wir hier die Neckline, dann machen wir hier mal eine Trendlinie von da bis da. So, Gott, komm her, so. Und dann nehmen wir diese Trendlinie, da haben wir eigentlich, bis 0. Nein, bis 0 nicht, aber ja, könnte schon noch einen massiven Abverkauf geben. So, KISM auch stark gestiegen, immer noch gut dabei, finde ich. Geht nicht ganz so viel runter, die Leute halten das relativ gut. Wir können diese Linie eigentlich auch mal wieder runterziehen hier. So, und aktuell bietet diese Linie auch den Support. Aber wir sehen, dass eigentlich der Support gerade auch so ein bisschen runter geht. Mal gucken, ob die Kerze noch aufgekauft wird. So, was haben wir hier? Einen falschen Strich. Tezos. Weiterhin auf der Supportlinie. Relativ gut. Der Kurs sah relativ lustig aus, muss ich sagen. Aber solange Tezos hier bounced, ja, und der Kurs hier abprallt und wieder nach oben geht, sieht sehr gut aus, mal weitergehen. Mina, sehr stark performt. Leider. Nicht mehr so gut. Die Leute natürlich verteilen das Geld wieder um. Wir haben hier auch ungefähr in diesem Bereich einfach einen Support. Zeichne jetzt mal ein. $4.21, circa Retest, aktuell genau das gleiche. Ja, Litecoin, hier war der Pump, wo wir letzte Woche besprochen haben. Diese Kerze hier, wo den ganzen Markt ein bisschen auch wachgerüttelt hat und natürlich manipuliert hat. Hier haben wir auch wieder den Retest auf den Support. Zack, hier so. Ja, schauen wir mal, was die Nacht bringt. Ich denke ja, dass die ganzen Supports halten und wir dann einfach ein Bounce sehen. Dash, genau das gleiche. Auch mal mit reingenommen. 164 Grad aktuell, nächster Support sind 110. Genau. So viel dazu. Also, Bitcoin. Holla die Waldfee. Geht gerade nochmal runter. Ja. Und natürlich haben wir jetzt unseren 42.000er Support erstmal verlassen. Ja, wir haben jetzt noch eine halbe Stunde Zeit, bis die Kerze eventuell komplett aufgekauft wird. Beziehungsweise in diesem Bereich auf die 40.000 nochmal runtergehen. Und wenn wir aber unter die 40.000 gehen, das heißt diesen Docht nach unten durchbrechen, dann passiert genau das, was ich vorher gesagt habe. Leider können wir dann noch bis 38 runterbouncen. So, ja, wieder ein bisschen lang geworden. Schaut euch das Video von Bass an. Dann wisst ihr einfach, was auf dem Markt gerade so ein bisschen abgeht. Auch natürlich im Stock Market, Stock Exchange, also ganz normalen Aktienmärkte. Ansonsten poste ich natürlich wieder alles in die Telegram-Gruppe, soweit es mir reicht, soweit es die Zeit reicht. Und dann wünsche ich euch noch eine schöne Restwoche und Happy Profits, sage ich es mal. Egal in welche Richtung, Short oder Long oder einfach nur hudeln. Ihr wisst selber, wenn einfach der Kurs crasht, ist es immer besser nachkaufen und halten. Ja. Und wenn der Bitcoin-Kurs mal bei 1 Million ist, dann lachen wir alle drüber. Ich wünsche euch eine schöne Restwoche und macht's gut. Bis dann. Ciao.